Ja, hallo, hier ist Blend Tutorials und heute zeige ich euch, wie ihr mittels Photoshop CS4 einen Hintergrund auf oder ein Bild von euch auf den Hintergrund bekommt und dass das auch nicht so low aussieht. Als erstes habt ihr hier meine Wand. Ich habe es auch hochgeladen. Werde es dann in die Beschreibung stellen, den Download-Link. Und dann hier mein Clan-Logo. Das Clan-Logo will jetzt auf die Wand hier drauf. Also dann ziehen wir schon mal jetzt das Haus, ziehen es uns hier rein. So, drücken wir Steuerung T, das heißt dann Free Transform praktisch, dann kannst du es hier kleiner machen. Ganz wichtig ist Shift gedrückt halten, dann das Bild kleiner machen. Ich mache es jetzt so, ich tue das hier hin und einfach größer ziehen. Und hier ein bisschen breiter machen, dass es nicht so doof aussieht. So. Dann Enter drücken. Das Transformieren bestätigt. Dann dupliziert ihr euren Hintergrund. Also eure Mauer. Und setzt die über das Layer. Dann geht ihr hier oben. Drückt ihr auf eure Ebene mit der Kopie. Und geht dann auf Overlay, dann sieht das Ganze so aus. Dann sieht man hier noch ein bisschen hier die Wand noch hier. Sieht man noch ein bisschen die Spuren. Und dann wählt ihr hier eure Ebene, wo euer Bild drauf ist, euer Wunschbild. Und geht dann hier auf das Eraser Tool. Macht da hier, ich habe hier Brush, Master Diameter, Größe 88. Und Hardness habe ich 6%, könnt ihr auch mehr machen. Hauptsache Soft halt. So, dann könnt ihr hier ein bisschen es wegschrubben. So. Das sieht es viel besser aus. So, ich könnte euren Brush auch dann kleiner machen, dass man feiner arbeiten kann. Ich will halt hier, dass man den Rand nicht mehr sieht von dem Anfangsbild, von unserem Bild halt. Jo. So. Natürlich kann man jetzt auch noch hier Effekte wie Inner Show und weiß was ich einfügen. Hier Kontur und weiß was ich. Was ihr halt wollt. Dann hier oben wähle ich meistens dann Darken aus. Stand so. Es kommt dann besser, weil dann passt es nicht noch ein bisschen an die Steinwand an. Aber ihr könnt auch ein bisschen ausprobieren hier. So. Und ja. Aber ich nehme Darken. Wo ist da? Und jo. Das ist auch ein kurzes Tutorial. Und abonniert mich. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt zu Photoshop, dann. Oder Vegas Pro 9, dann postet es mir einfach. Jo, und ich guck da mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.